Paul Leiteritz ist der neue starke Mann beim Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Der 31-jährige Geschäftsführer wechselte vom Kreisfußballverband in die KSB-Geschäftsstelle auf der Pirnagartenstraße. Neuer Job, neue Aufgabenfelder. In jedem Fall erstmal für den Breitensport wollen wir da sein. Wir wollen für die vielen Ehrenamtlichen da sein. Wir wollen die Ehrenamtlichen als unser Hauptamt mit unseren 14 Angestellten und Mitarbeitern entlasten. In der Aus- und Fortbildung, bei Veranstaltungsdurchführungen, im ganzen Thema Sportförderung, Beratung von Finanzen. Wir haben ja viele unterschiedliche Angebote, auch was die Schulungen angeht. Gerade jetzt in der Energiekrise wollen wir ein starker Partner sein und dort beratend zur Verfügung stehen. Die hohen Energiekosten machen auch den Sportclubs zu schaffen. Dass bisher noch kein Verein im Landkreis in Existenznot ist, betrachtet der neue KSB-Geschäftsführer als positives Signal. Doch auch Paul Leiteritz weiß, die Zeit der hohen Nebenkostenabrechnungen kommt erst noch. Wir stehen im engen Austausch mit dem Landessportbund, der alle Vereine abgefragt hat nach den Daten, die schon bekannt sind, nach den Zahlen, nach den Abschlagszahlen, die in einer Excel-Liste den KSBs zur Verfügung zu stellen. Wir würden das an den Landessportbund weiterleiten, damit auch Daten und Fakten da sind, um an die Politik heranzutreten, um dort auch entsprechende Förderungen oder Unterstützungsleistungen zu erbringen. Der Kreissportbund ist einer der größten Dachverbände im Landkreis. Mehr als 300 Vereine mit über 40.000 Mitgliedern sind im KSB organisiert. 2022 gab es beim hiesigen Kreissportbund einen Generationenwechsel. Mit Julian Schieber als Präsident und Paul Leiteritz als Geschäftsführer haben jetzt zwei junge Männer das Sagen. Der KSB ist neu aufgestellt, möchte Altbewährtes aufhübschen und neue Wege gehen. Naja, das sind erstmal auch ganz banale Sachen, wie Veranstaltungen neu zu gestalten. Zum Beispiel jetzt im November hatten wir den Ehrenamtspreis auf Schloss Burg, dass man den einfach ein bisschen moderner aufstrickt. Das ist die Aus- und Fortbildung, Referenten dazugewinnen. Zum Beispiel jetzt Energiekrise mit Saena haben wir einen Workshop angeboten, um eben auf die Energiekrise vorzubereiten. Wir wollen also auch andere Partner noch dazugewinnen, um hier breiter aufgestellt zu sein. Paul Leiteritz sieht den Kreissportbund in ruhigem Fahrwasser. Die turbulenten Monate mit Personaldiskussionen und einer öffentlichen Schlammschlacht rund um den ehemaligen Geschäftsführer Dietmar Wagner möchte der Bannewitzer hinter sich wissen. Doch für viele Sponsoren des Kreissportbundes ist die Geschichte Wagner noch nicht abgeschlossen. Sie fordern eine öffentliche Stellungnahme des Kreissportbundes. Denn nahezu alle Vorwürfe gegen den ehemaligen Geschäftsführer wurden entkräftet. Also wir stecken aktuell noch mittendrin in den Sponsorengesprächen, um uns auch jetzt als neu aufgestellter KSB bekannt zu machen, die Interessen, die gegenseitigen Interessen auch abzufragen, unsere Interessen sowie die Interessen der Sponsoren. Der Dietmar Wagner ist ja nach wie vor hier beim Kreissportbund aktiv, auch als Mitarbeiter. Er kümmert sich ja um das Projekt der Bob-Allianz. Es ist ein sehr gutes Miteinander. Wir arbeiten konstruktiv und schauen, dass wir positiv die Zukunft gestalten. Im April, so hofft Leiteritz, wird der Kreissportbund für positive Schlagzeilen sorgen. Dann nämlich finden die Jugendsportler-Ehrung und die Sportgala statt. Beide Veranstaltungen besitzen seit Jahren die Strahlkraft, um erfolgreiche Sportler des Landkreises auszuzeichnen.